und willkommen zurück. Sorry, dass ich abbrechen musste, aber das Gespräch wäre sonst zu lang gedauert und ich hätte wieder Sorgen gemacht. Also wegen dem Ding, weißt schon. Naja, ist auch egal. Werden Menschen auf dem Mars landen? Nein. Was? Einfach nur nein? Genau. Nein. Wann ist dieses Gespräch endlich beendet? Schon sehr bald. Willst du vorher noch einmal versuchen? Schnell zu sehen. Um nochmal auf deine Gabe zurückzukommen. Mano. Wann ist die... Ich bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Ruhm. Oder Schande. Köderfisch. Oder Wurm. Du machst es aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Zahl. Tja. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Hast du genug? Ich will es noch einmal versuchen. So sei es. Kopf oder Zahl? Na was, Ray? Natürlich. Kopf! Zahl. Kopf. Ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ja. Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich. Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Ich ziehe dann mal wieder von dann. Cheerio. Ich hab das mit dem Sport nur noch nicht gehört, weil nämlich weiß, dass es noch nichts bringt. Oder zumindest glaubt, dass es noch nichts bringt. Warum sollte ich den hergeben? Damit der Alu mal mitkommen kann. Hey Alu! Hallo Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Kann ich den... Zum... Na... Na...
Ich habe noch eine Frage zu König Adrian. Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Okay. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Okay. Sprechen wir. Ich muss. So, jetzt geht das, was ich schon die ganze Zeit mache. Los geht's. Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. Okay. Let's go. Let's go, du. Let's ready to rumble. Okay. Ay, caramba. Matsurotsky. Einfach nur schön. Da kommt der nächste Ausgang. Falscher Ausgang. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, das ist mir der richtige. Und stopp. Ruf da. Renn da. Und weiter jetzt. Ja, ja, okay. Hör schon auf. Garamba. Und nochmal weiter. Unter rein. Na, endlich. Dann kann's ja losgehen. Wenig später. Ich hoffe, du fühlst dich wohl da drüben. Das ist jetzt die letzte Chance für einen Rückzieher. Okay, speichere ganz kurz. So ein Quick Save. So ein Quick Save. So rum. Speichern. Speichern. Aber Edna, es wird doch alles gut.
Ja, ich habe noch einen wichtigen Termin. Das ist einfach die männlichste Ausrede. Ich. Zu spät. Ay, caramba. Na, das war ja was. Ja, jetzt gehst du noch einen Stockwerk höher. Gehst du um? Gehst du rein. Okay, Inventar. Na also, Tunnel. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht! Einfach nur schön. So, jetzt haben wir einen Abdruck. Captain Unbrauchbar sammelt keine Fingerabdrücke, sondern Nasenabdrücke. Der Grund ist, dass dadurch die Verbrecherkartei kleiner wird. Jeder Übeltäter hat 10 Finger, aber nur eine Nase. What the fuck? Alter, das könnte sogar funktionieren. Es könnte die Idee von mir sein. Ah, verdammt, bei mir gehört gerade das Handy an. Ich muss jetzt sofort einmal das Handy stoppen. So. Und. So. Handy kurz zertrümmert. Und weiter jetzt. Nämlich, wir müssen ja die Form noch einschmelzen. Aber das machen wir erst später. Und zwar nachdem wir König Adrian niedergestreckt haben. Ay, caramba. Naja, nach der Folge mache ich eine kleine Aufnahmepause einmal. Oh, ich bin ja schon, weiß nicht, wie lange am Aufnehmen habe. Ich muss schon sagen, es macht echt Spaß. Das sieht gefährlich aus. Kacke drauf. Captain Unbrauchbar kann seine eigene Unterschrift fälschen. Das gelingt sonst niemandem. Da kommt der nächste Ausgang. Alter, der Captain Unbrauchbar, der ist einfach hardcore. Im Ernst, wer was anders sagt, der ist ein Memme. Ah, ich sehe schon, wir haben wieder 14 Minuten. Okay, speichere mal schnell wieder. So. Und tschüss, Leute.